Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Construction Simulator zusammen mit dem Bodo Bagger und natürlich dem weltbesten Betongießer. Ja. Du hast EU West vergessen. Weltbest brauche ich nicht EU West. Die Welt erklärt alles. So, ich habe jetzt hier mal den Job vom Bodo übernommen, weil der kann das nicht. Ja, dafür darf ich Bagger fahren. Passt doch. Wir haben quasi die Baustellen mal eben kurz gewechselt. Das Ding leer? Ja. Aber ey, hast du da irgendwie Dreck verteilt oder was? Hast dich da ordentlich eingebuddelt hier. Aber bitte kipp das nicht dahin, wo es nicht hingehört. Ja, keine Ahnung. Einfach neben das Loch. Nee, einfach nicht neben das Loch. Ja, doch neben das Loch. Einfach dahin. Nicht bloß nicht auf irgendeinen Baustellenbereich oder so. Du weißt denn nicht, was Baustellenbereich ist? Natürlich weiß ich das. Ja, das ist meine Baustelle. Nicht, dass ich da nachher die gleichen Probleme habe wie du hier. Das will keiner nie gebrauchen. Ja, ja, gut, wenn du meinst. Dann muss ich das nämlich andere machen lassen. Und das kostet unnötig Geld. Ja, nee. Kriegen wir da nichts mehr von und wir brauchen die Kohle. Der hätte es erklärt, wenn du mit dem Bagger durchgefahren wärst. Ey. Der schiebt ja einen in den Dreckhaufen oder der sackt da richtig ein. Was stimmt das? Ob sie das Loch gar nicht ausbuddeln? Braucht mir echt bloß mit dem Bagger rein. Ja, ist doch gut. Also, wo soll ich denn jetzt den Dreck hinhauen? Einfach ausbaggern und neben das Loch. Hey. Das geht schon. Mach ich. Sagst jetzt du, das geht schon. So. Bin ich nur nicht überzeugt von. Ja. Wovon du überzeugt bist, das haben wir ja gesehen hier mit deinen komischen Bodenplatten, wo die dann gelandet sind. Einfach machen, was Chef sagt. Na, was ist das denn jetzt hier? So, dann machen wir das. Wenn dir das sagt, acht. So. Baumaterialien liefern, Beton. Ach, da sind die, okay. Da ist das Material.
Ja, das klappt gut. Ja, das lügt. Meine Wände sind schon gegossen. Sehr schön. Ja, wenn ein Profi das macht, funktioniert das auch. Ja, und deine Kanalleitung ist ja auch schon zur Hälfte rausgebuddelt. So, wo muss denn der Krempel eigentlich hin? Ach, da hinten. Junge, jetzt hätte ich bald beim Nachbarn eine Fensterscheibe kaputtgeschlagen mit dem Kranhaken. Nix. Er wäre das Museum gewesen, oder? Hä? Wäre das Museum dann gewesen? Naja. Er macht nix. Hör mal, da hat so eine Tante gegenüber ihre Wäsche auf dem Balkon. Meinst du, ich soll da mal so ein Schlüppi von alleine klauen mit dem Kranhaken? Ja, mach doch. Freut sie sich bestimmt. Wenn du danach klingelst und ihr den Schlüppi wiederbringst. Woher haben sie den? Och, der hing plötzlich an meinem Kranhaken. So, Mensch, das läuft ja wie so ein Formel-1-Rennen. So, was will er denn jetzt noch? Boah, den will er jetzt. Ah. Hast du denn schon Rohre? Alles liegt schon auf der Baustelle, ja. Ah, okay. Machen wir das mit dem Bilgram. Ja, anderer geht da ja leider nicht. Loch, ne? Hier. Ich habe die absoluten Kran-Skills hier. Ach, das ist der kleine Mobilkran, ne? Der so einen schönen Ausleger dran hat. Nö, das müsste der große sein. Das sag ich doch, der kleine. Hm. Oder ah, Shehi Kombo Mahimo. So. Ach, die will er jetzt haben. Ah, okay. Ganz komisches Geräusch. Ganz weirdes Geräusch. Welches? Also jetzt gerade beim Aufnehmen der BVC-Rohre gemacht hat. Oha, mach die nicht kaputt. Ich doch nicht.
jetzt dürfen basteln oder was? Ach, nie was kaputt ist, weißt du? Hm. Das halte ich für ein Gerücht. Immer diese Gerüchte. Sehr schön. Wow. Sehr schön. Fertig, Wandelemente, Beton. Wo haben sie dir denn hingeschmissen? Ah, da. Okay. Ups. Sehr schön, wie das klappt. So, drehen. Jetzt verscheißern oder was? Oh Mann. Ja, genau. Was? Was hast du jetzt schon wieder kaputt gemacht? Kaputt gemacht habe ich nichts. Das soll ich dir glauben. Ja, natürlich. Ja. Das lassen wir mal so. So, was will er haben? Müsste sich dann der Meister Röhrig selber drum kümmern. Sind die Bewährungsgitter. Ja. Schaut's denn da auf der Baustelle aus? Wo? Schaut's denn auf der Baustelle aus? Gut, natürlich. Echt? Ja, eigentlich eine Betonpumpe, ja, etwa, ne? Ich weiß nicht. Haben wir eine? Ja, ja. Wir haben eine. Vielleicht macht er das doch ein bisschen mehr Sinn als einmal gießen. Bei großen Flächen vielleicht.
Mal ausprobieren. Wo rennst du jetzt rum? Warum? Nur so. Warum ist das von Bedeutung? Das ist sehr wichtig für mich. Nö, kann gar nicht sein. Ja, bist du am Museum oder am Rathaus? Ja, Museum noch am Rathaus. Aha. Also in der Kneipe. Ja. Hm. Kühles blondes ziehen. Ja, wo werde ich denn sein, wenn ich nach einer Betonpumpe frage? Weiß ich doch nicht. Wahrscheinlich fahre ich Betonpumpe, oder? Ja, aber wohin? Dich doch an Furchten an. Nein, ich bin der Chef. Und? Als Chef muss man nicht alles wissen. Metallbauteile, das sind die Dinger da, wa? Junge, 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 Junge. Wenn ich langsam spurst, mache ich aus dir einen Klimakleber. Oh ja, bitte. Aber fest betonieren. Dann hole ich Beton und dann wirst du auf die nächste Kreuzung betoniert. Finde ich cool. Wenn du mir dann noch Essen, Trinken und ein warmes Deckchen vorbeibringst, dann wird es sogar ganz kuschelig. Vergiss es. Vergiss es. Das kannst du jetzt aber nicht bringen, ne? Kannst warten, bis sie dich wieder losgemeißelt haben. Doch kann ich das bringen. Nee. Wenn ich mich da auf die Straße klebe, dann musst du mich voll versorgen. Muss gar nichts. Natürlich. Ja, du? Sterben muss ich irgendwann. Nee. Du musst mich dann in Wärmedecke einhüllen und Essen trinken vorbeibringen und reden und die Köpfchen streicheln und tätscheln. Nix da. Ja. Kannst du deine Mami für anrufen? Die kann das vielleicht machen. So, Holz. Nein, wenn ich mich auf die Straße schon klebe, dann musst du das machen. Nein, weil ich kleb dich ja. Ja, eben. Eben darum, weil du mich ja auf die Straße klebst, musst du dich auch um mich kümmern. Nee. Da träumst du von. Ja. So. Vielleicht tue ich das, aber nur vielleicht. Es wird ja vielleicht sogar was. Wird was? Boah, alles gut, alles. Aber wir sollten Feierabend machen, ja? Jetzt schon? Ja, ich denke. Bin gerade im Fluss. Ja, dann würde ich sagen, machen wir für heute Pause. Ihr schaut natürlich beim Intoxic rein, was der dort auf meiner Baustelle so getrieben hat. Wahrscheinlich nichts Gutes. Und ich wünsche dann Informationen von euch in Form von Kommentaren oder Däumchen nach oben und so weiter und so fort. In diesem Sinne sage ich erstmal tschüss, bis zur nächsten Folge. Und wie gesagt, den Intoxic nicht vergessen. Servus.